Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Was geht? Es wird euch riesig jawohl zurück in einer weiteren Folge von jawohl. Freunde, heute zum letzten Mal von vorne. Das allerletzte Mal, wo wir das hier sehen werden. Außer es passiert irgendwas Spezielles, dass ich es nochmal machen muss. Aber ich hoffe nicht, dass es, dass es so weit kommt. Ich möchte jetzt mit euch Dead Cells endlich abschließen. Ich will es endlich hinter mich bringen. Ich hatte am Anfang eine große Schnauze, wie jeder weiß, mit krieg mal hin, Alter, zerfetz mal alles, Alter, locker und easy und keine Ahnung, ja, das Spiel hat mich Lügen gestraft. Jemand, so sieht's nämlich aus hier, Junge. Nein, ich kann den halt dodgen, ja, und dann kriege ich von dem eins ins Gesicht, na toll. Ja, wir haben ja schon, wie in der letzten Folge besprochen, haben ja schon gesagt, wir ziehen jetzt noch einen Run richtig durch und dann machen wir das. Na komm, scheiße, ich zahle mal. Was sag ich, völlig unsinnig, ist aber egal. Einen Run ziehen wir noch durch, ganz normal, so wie wir es bisher gemacht haben, und wenn der nicht zum Erfolg führt, dann, Freunde, dann gehen wir auf Hardmodifikation. Dann versuche ich so easy wie möglich zu machen. Mit den ganzen Einstellungen. Mann, hey, also da. Oh, das sind noch Säcke. Mann. Boah. Ich muss sagen, so ein heftiges erstes Level hatte ich echt auch schon lange nicht mehr. Also heftig. So, aber ich bin ja die ganze Zeit immer offscreen durchgegangen und da lief es ja eigentlich. Lief ja alles. Aber super locker. Ja. Aber egal, so. Oh, wir haben. Na, guck mal, hätte ich gar nicht bezahlen müssen. Ich trottel Gesicht, ja, egal. So, weil, wie gesagt, ich möchte jetzt einfach abschließen. Ich hatte eine riesen Fresse zu Beginn und gesagt, ganz locker, lässig, alle. Und ja, dann hatten wir ja den Mega-Struggle von zwei Bosszellen. Das war ja schon gar nicht so lustig. Ich habe eigentlich gedacht, da kommen wir nicht mehr drum rum. Da haben wir es irgendwie doch geschafft. Mit Modis durch dann den dritten per One First Try durch. Zack. Ihr habt es ja alle gesehen. Und ja. Deswegen. Und jetzt kommen wir dann. Wir haben ja immer ein bisschen Progress gemacht. Wir haben relativ schnell auf vier Bosszellen dann den Riesen gelegt. Uns die fünfte Bosszelle geschnappt. Lief alles reibungslos, easy, lief alles gut. Ja, und jetzt sind wir halt an dem Punkt angekommen. Wir haben jetzt das Astrolab, haben wir komplett erkundet. Wir haben alles rausgeholt, was es im Astrolab zu holen gibt. Soweit ich weiß, zumindest. Und jetzt ist. Hallo, wo ist die Mutation? Hallo. Ach, da, Munition. So. Und jetzt ist es halt an der Zeit, dass wir das Ding wirklich abschließen. Wir haben jetzt schon zweimal gegen den Kollektor gekämpft. Das erste Mal waren wir komplett lost. Jetzt waren wir halb so lost, so halbwegs. Wir haben ihn auf Hälfte Runde gebracht. Er heilt sich, glaube ich, viermal oder dreimal. Das macht zwar einen riesen Unterschied nachher, aber wir hatten ihn schon bei zweimal, also zweimal die Heilung triggert von sich selber. Und das ist eigentlich so fürs zweite Mal da drin schon ein riesen Ergebnis, finde ich. Hey, was sind das jetzt? Ich kriege hier schon wieder Steam-Nachrichten. Was soll denn das? Egal, Grüße gehen raus an den Unbekannten. Oh Mann, also ich sag gerade, dass ich so heftig. Oh, das ist wirklich heftig, wie das anfängt. So, du große Unbekannte, du wirst jetzt gegrüßt aus Steam. Ah, hier, der gute, hier. Hier, Sly Play. Grüße gehen raus an der Stelle. Okay, so. So. Und ich möchte einfach nochmal, dass wir dieses eine Mal, dieses letzte Mal, dass wir das alles nochmal zusammen durchleben. Ja, ist ja alles schön und gut und so. Und mit was man sich denn so hier im Alltäglichen immer so rumärgern muss. Ach, hier ist alles geschildert gefühlt. Ach komm, das macht. Oh Mann. Ah, jetzt hätte ich mir tatsächlich Necro gewünscht, aber naja, machst du nichts.
So, wir sind jetzt auch schon wirklich im zweiten Dead Cells Monat und wie schon gesagt, es muss jetzt langsam endlich mal ein Schlussstrich dahinter. Ich möchte nicht einfach aufgeben, weil da habe ich leider schon die Message versucht zu droppen mit, boah, sag mal, was ist denn das jetzt? Ich darf natürlich nochmal erwähnen, dass wir ohne Modis hier gar nicht so klarkommen würden. Das ist natürlich auch ganz klar. Aber dennoch, ich hatte ja auch schon ein paar Mal jetzt gesagt, dass es mir jetzt wirklich wurscht ist, dass es mir nur darum geht, das jetzt abzuschließen. Und ob ich jetzt da mit Modi oder ohne Modi, sei euch ganz ehrlich, es ist mir so wurscht. Ich möchte es jetzt einfach schaffen. So, der schafft das für uns. Zack, weg. Also, das ist ja manchmal echt herrlich hier. So, jetzt knabbern wir das auch mal ran hier. Ach, hier waren wir gar nicht unten. Ja, das ist auch interessant. Ach, gucke. Aha. Ja, da hätten wir fast was verpasst, ne? Och, hey. Oh, hey. Also, aber so viele Schildbots gibt's hier normal nicht. Also, jetzt mal, jetzt bin ich jetzt komplett ehrlich. Was ist denn das jetzt hier? Also ich dachte mir jetzt eigentlich so, jetzt ziehe ich mal den Glückscap an und dann machen wir das. Aber ey, ich meine, wir kommen ja natürlich noch klar, ist Anfang, wir sind im zweiten Level, da kommen wir schon noch klar. Boah, aber, eieiei, warte mal, kriegt man da was raus? Leichenhaufen? Aha, ja, wusste ich aber. Nee, das lassen wir. Oh, nee. Sag mal, schon wieder so ein Schildtyp, das gibt's doch nicht. Also jetzt mal ohne Scheiß, das sind echt viele. Das sind für meinen Geschmack sogar viel zu viele. Sei, bin ich jetzt ruhig, komplett ehrlich. Das gibt's ja nicht. Aber gut, für den letzten Run, wo wir so aufzeichnen, da ist mir das schon recht, dass ihr auch seht, dass es auch mal ein richtiger Abfuck hier sein kann. Weil eins darf man nicht vergessen, trotz der ganzen Modifikationen und trotzdem, dass ich immer Leben habe und meine Waffen immer auswählen kann, es sind 5 Bosszellen. Ja, und wir haben ja schon in dem einen Run festgestellt, wo wir dann den hier den DLC, den neuen DLC-Boss gelegt haben, wo wir den Riese gelegt haben, wo wir dann in der Gipfelburg einfach so von 2 normalen Mobs niedergemacht wurden. Ja, ich meine, okay, war der eine Elite-Typ, aber trotzdem war es auch so ein normaler Ritter und ja, das ist halt ja, sehr interessant. Und wenn du da halt einen Fehler machst, ja, das hatten wir aber schon, da bist du einfach dran. Ja? So. Ah, nee, das benötigen wir alles gar nicht. Ja. Boah, jetzt gucken wir einfach, dass wir schön durchkommen. Und ich möchte auch die Zeit nutzen, um jetzt richtig drüber zu sprechen. Nicht so wie in den letzten Videos. Ey, schon wieder Schildhüppen, das gibt's doch nicht. Sag mal, wie viele? Nee, jetzt machen wir hier nicht so. Aua. Boah. Also. Dass der Blödsack sich aber nicht selber trifft, finde ich auch komplett frech. So, also pass auf. Ich war die ganze Zeit auf der Suche nach einem Spiel, wo ich entspannt, ruhig zocken kann, wo ich nicht cutten muss, wo ich einfach nur aufnehmen kann am Stück, hochladen kann am Stück. Da, nach ein, zwei Projekten habe ich ja geguckt. Warte, da ist noch ein Versteck. Dass ich mich einfach mehr um meine Cut-Videos kümmern kann, dass ich da noch mehr Liebe reinstecken kann, dass ich mich auch um den Zweitkanal ein bisschen kümmern kann, dass das zeitlich alles hinläuft. Ja. Und da ist mir dann tatsächlich das Spiel, was ich beim Chicago auf dem Kanal gesehen habe, und zwar Stardew Valley, ist mir da ins Gesicht gehüpft. Und ich habe es probiert. Und ach du Scheiße, habe ich mich festgesuchtet. Bin ich komplett ehrlich. Ich habe das jetzt auch schon offscreen ein paar bisschen gezockt, so einen zweiten Spielstand angelegt, wo ich dann halt quasi die böse Storyline spiele, ja, wenn man das überhaupt so nennen kann.
Es sind schon wieder Schildbots unterwegs. Also wenn wir jetzt verrecken, ich würde mir nicht mal wundern. Ich bin ja auch komplett ehrlich. Wo hockt denn der Schildbot, Mann? Ich meine, die wurden gerade noch von irgendwoher geschildert, sag mal. Aber mich wundert auch noch was, dass wir den nicht getriggert haben. Das wundert mich gerade auch noch. Der geht es mit die. Also. Die Schildbots, diese Runde, die sind. Maul und die sind echt komplett ekelhaft. Oh. Jetzt haben wir den zufällig getriggert, ne? Ah, was? Nix. Tschüss, Junge. So, das Ding nehmen wir jetzt. Ah, das war dumm. Na egal. Jetzt haben wir weniger. Weniger Leben, aber wir kommen klar. Ah! Na. Ja, gut. Zumindest mal einen weggeblockt. Ich glaube, ich muss gleich echt nochmal einen Heiltrank nehmen. Hier, das. Die Sichtumstufe ist mir zu heftig. Bin ich auch ehrlich. Ah, das hatte ich aber. Also, und es ist schon wieder ein Chat. Also, es ist normal nicht so viel. Bin ich wirklich komplett ehrlich. Das ist normal nicht so viel. Warum ist denn das jetzt auf einmal so viel mit den Schildbots? Ich weiß, das Spiel will mir vielleicht was sagen, aber ich höre da echt nicht drauf. Was soll denn das? Ja, da unten noch ein Pergamentstückchen. Das müssen wir aber mitnehmen. Warum hat es da zwei Ausgänge? Okay, das müssen wir kontrollieren. Da müssen wir abchecken, sorry. Ja, und pass auf. Also, wir haben aktuell immer noch, also was heißt immer noch, wir haben wieder, der Chicago und ich, wir haben uns tatsächlich wieder an Windcraft reingesetzt und haben wieder Windcraft aufgenommen. Das heißt, da geht es jetzt auch weiter. Da war ja auch die Pause, bevor wir Dead Cells gestartet haben, war ja schon Pause. Ist auch schon alles geschnitten und fertig und kann ich eigentlich auch alles schon hochladen und sowas. Ja. Aber Super Smash Bros., das geht ja natürlich noch weiter. Das sind ja alles Sachen, die sind jetzt für Dead Cells halt einfach unterbrochen worden. Was läuft noch so? Ja, Final Fantasy müssen wir gefühlt wahrscheinlich so die letzten drei Folgen auch noch fertig machen. Ist ganz klar. Dann Soul Burger mit Zero läuft noch. Das wird wahrscheinlich auch noch ein Ding. Das wird noch ewig lang laufen. So gefühlt. Ja, und dann, pass auf, dann habe ich nämlich Dragon Ball Z Kakarot. Das habe ich ja auch schon angesprochen im letzten Video. Das spielen wir noch. Habe ich auch schon ein bisschen was aufgenommen. Könnte ich euch auch mal weiter aufnehmen. Aber irgendwie, keine Ahnung. Erst hast du zu wenig Zeit, dann hast du gefühlt zu viel Zeit jetzt wegen Corona und sowas. Dass du halt gar nicht mehr so nichts mehr aus dem Arsch rauskommst, das ist halt auch heftig. Aber gut. Was willst du machen? So ist halt. Dead Cells ist dann natürlich noch nicht zu 100% abgehakt, ist auch klar. Sobald da ein Update noch kommt und eine neue Map kommt, irgendwas Neues kommt, bin ich auch wieder drin. Das ist ganz klar. Ja, also. Aber ich möchte halt jetzt einfach, jetzt ist es auch irgendwann zu viel. Ja, jetzt müssen wir halt hier mal was machen. So, wir nehmen noch Necro mit für die Map jetzt, dass es nicht so ein Scheiß wird mit dem Aufheilen. Ja. Aber ich muss schon sagen, dieses 5 Bosszellen Riesenkostüm, das sieht halt schon heftig aus. Mit den zwei leuchtenden Todelschädeln an den Seiten, das ist halt schon heftig. Da ist halt die Belohnung. Da. Ich glaube, aber eins habe ich nie gecheckt in dem Spiel. Und zwar, dass man bei Gefängnisdächern, dass man da einfach am Anfang nach links laufen muss und nicht nach rechts. Ich weiß nicht, das will mir einfach nicht in die Möhre rein, aber egal. Aber mal, jetzt machen wir was Fieses mit dem. Oh ja, und er kommt mir zuvor. Hör doch mal auf! Na egal. Weg geht's. Mal jetzt gar nicht mehr rum hier. Jetzt roll ich wie mal hinter dich, wie fühlt sich's an, ne? Ja, scheiße. So, pass auf, hier Bogen, da holen wir uns einen. Ja, komm mal raus hier. Ein 6er. Wir haben aber schon eine 7er. Also ich meine, es ist zwar richtig geil, wenn man so random Loot Spawns bekommt oder halt Weapon Spawns, wie auch immer. Oh, komm! Aber die sind halt einfach auf dem Level zu nichts. Zu gebrauchen. Das war scheiße.
Oh, und es ging die größte Gefahr von dem aus. Also das unterschreibe ich so nicht. Also. So, jetzt habe ich halt wieder folgendes Problem. Jetzt muss ich hier wieder warten, bis meine Scheiße wieder aktuell ist. Gehen wir mal hier kurz weiter, bis der Cooldown fertig ist. Kümmern wir uns kurz um den Kollege. Danke. Also, schlimm. So, zack. Wir gehen mal bis zum nächsten Checkpoint vor. Oder bis zum nächsten Teleporter. Was haben wir? Also heute meinst du es wirklich ernst? Mal, haben die jetzt innerhalb von einer halben Stunde hier ein Spiel gehotfixt oder was? Also das kann ich ja nicht glauben jetzt. Sag mal. Also das ist unwahrscheinlich krass, du. So, jetzt gehen wir da runter. Und dann als Belohnung gibt es einen Schatz gleich. Das finde ich auch gut. So. Und jetzt machen wir. So, danke. So, geklärt. Ohne Schaden, ohne Stress. Und das war's jetzt, oder was? Ach komm. Oh. Herrlich, einfach herrlich manchmal. Ja, komm, jetzt nehmen wir den. Ja, am Geld wieder vorbeigesprungen, natürlich. Ich werde jetzt mal nicht den Fehler machen und die ganzen Modifikationen versuchen zu kaufen. Sondern. Oh. Ja, das ist alles schön und gut, aber das brauche ich tatsächlich für die Art, wie ich spiele, tatsächlich nicht. Es ist eine gute Hilfe, wenn man das in Klammern richtig spielt, also wenn man es auf ohne Heilbrunnen spielt. Da geht auch nochmal der Gruß raus an Kelsar. Der ist ja richtig brutal in dem Spiel, gerade auch wieder unterwegs. Die größte Gefahr ging doch nicht von dem aus. Aber auf den guten alten Pilzimp ist halt einfach Verlass. Das ist halt einfach super. Piss dich. Piss dich. Dankeschön. So, ich möchte aber erst den abfrühstücken. So, weil dann kann uns der nämlich am Arsch. Oh Gott, der war jetzt aber schnell da. Ey, mach doch nicht so. Danke. Ah, zweimal grün. Das gefällt mir doch sehr arg. Oh, jetzt müssen wir aber wieder rote Skillpunkte finden. So, und ja, leider kam es auch nicht mehr zum... Nein! Leider kam es auch nicht mehr zum Lazy vs. Zuschauer. Es fand ich ein bisschen schade, aber gut, Lazy vs. Zuschauer funktioniert halt so, wenn du halt Zuschauer hast. Dann funktioniert das. Aber ansonsten nicht, aber ich freue mich trotzdem, dass es da, wo es funktioniert hat, dass es so gut funktioniert hat. Das muss ich aber an der Stelle auch mal so sagen. Hat auch echt viel Spaß gemacht. Das hat jetzt auch viel Sinn gemacht. Auf das würde ich mich dann auch tatsächlich nochmal einlassen. Weil da könnten wir mal richtig unter Beweis stellen, was wir denn jetzt gelernt haben. Nee, du kannst mich echt mal. Vergiss es. Na komm, mach die einfach weg da. Warum den? Warum den? Also die Gefängnisdächer, die sind auch gar nicht so easy, wie man sich das gerne mal zurecht wünschen würde. Das kann, also, aber das liegt halt auch wirklich nur an der einen Sorte an Mobs. Das liegt ansonsten nichts. Das liegt einfach nur an diesen Ninja-Typen. Die wo halt so rumjumpen und eine abartig krasse Angriffsgeschwindigkeit haben. Es ist halt auch manchmal belastend. Aber naja. Ach ja, auch ganz wichtig. Fällt mir jetzt gerade so ein, wo ich drüber nachdenke. Wir haben da noch ein Projekt offen. Das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ich habe ja mit der PS4 so ein richtig krasses Problem gehabt. Und zwar wollte ich ja noch ein bisschen Days Gone spielen. Das heißt, da kann ich mich dann auch drum kümmern mal. Weil, wie gesagt, Stardew Valley... Das ist wirklich das perfekte Projekt jetzt für mich. Und ich will auch jetzt echt nicht irgendwie, das ist so ein ganz wilder Flex jetzt von mir. Aber ich habe tatsächlich zum Zeitpunkt jetzt, ich weiß nicht, ob es nicht mittlerweile sogar schon mehr ist, aber Zeitpunkt jetzt, heute ist der 2. April. Ich glaube aber, dass das Video erst so in 4 Tagen oder so kommt. Also wahrscheinlich so am 6. oder am 7., je nachdem, wie der Schnitt ist.
Und ich habe zum Zeitpunkt jetzt zweiter Vierter. Hallo. Ganz gut. Zweiter Vierter habe ich jetzt schon 32 Folgen. Es ist so gesponnen eigentlich. 32 Folgen schon abgeloadet. Also sie sind schon, die sind schon hochgeladen. Die sind halt auch privat in einer privaten Playlist. Damit es halt jetzt nicht klar wird. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich die gestern, also zum 1.1., zum 1. April so, einfach alle 32 Dinger rauslasse. Aber, naja, das wäre ein bisschen rausgeschmissen gewesen. Weil das wäre eigentlich, das ist ja eigentlich den Puffer, den wo ich mir jetzt geschaffen habe, um mit meinen Card-Projekten klarzukommen. Aber ich habe ganz kurz überlegt und ich fand den Gedanke eigentlich schon recht witzig. So, keine Ahnung, bei mir gibt es seit September 2018 jeden Tag ein Video auf dem Kanal. Was mich auch sehr freut und das war auch manchmal sehr, sehr knapp. Aber gut, manchmal ist so, manchmal kommt es halt so, manchmal anders. Da macht es halt manchmal nichts. Aber bis hierhin durchgezogen täglich macht mich sehr stolz. Und ja, jetzt gucken wir halt mal, dass wir vielleicht doch noch für die, die wohl jetzt eisern geblieben sind und diese Dead Cells Zeit, auch wenn sie es nicht feiern, zum Beispiel Philipp Abi, kann man da gern mal erwähnen, der fühlt Dead Cells halt überhaupt nicht, aber der hält eisern durch und wartet, bis ich mir da meine Challenge für mich selber erfüllt habe. Und an die, die wohl halt jetzt auch tapfer durchgehalten haben und sich die Scheiße angetan haben oder auch nicht, das bleibt ja eben, wie gesagt, selber überlassen. Für die gucke ich dann, dass ich dann natürlich auch die Qualität nochmal dementsprechend ein bisschen hochschraube und mir dann halt denke, okay, das Video muss heute raus. Ich habe jetzt keine Ahnung, jetzt ist 14:30 Uhr, das Video müsste schon da sein. Ich habe es gerade mal im Schnitt und dann brauche ich 6 Stunden fürs Video und klatsche es halt irgendwie so hin. Das ist dann halt auch nachher nicht mein Ding, so wie ich es eigentlich haben möchte. Ich meine, es kommt natürlich was halbwegs Passables rüber. Irgendwas fällt mir immer ein, so war es bisher immer. War sogar manchmal besser wie die Sachen, wo ich mir im Vorhinein überlegt hatte, muss man einfach an der Stelle auch so sagen. Ja. Was haben wir denn hier noch zu holen? Oh, da haben wir noch einiges zu. Aber wie viele Gegner sind das doch? 28. Na komm, jetzt reißen wir uns mal am Schlüpper. Vielleicht klappt es sogar noch. Komm, jetzt machen wir mal den ganz wilden Move hier. Okay. Aber doch nicht so wild, mein Freund. Au, ja, jetzt. Au, 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 das endet in dem Hit, das sehe ich. Ja, ich muss. So. Ey, das sind doch so kleine Scheißviecher. Und ihr dürft es nicht verwechseln. Ich habe keinen Hitchcocks Fury oder so an, gell? Dass es mir auf die 60 Stück reicht oder sowas, ja? Es sind einfach Drecksviecher. Es ist zum Kotzen. Ich hatte jetzt gerade 28. Ich hatte mir kurz Hoffnung gemacht, dass ich es vielleicht schaffen könnte, noch die 60 zu droppen. Ach, geh mir doch nicht auf den Kranz. Das ist also... Nee. Was will ich da noch sagen? Nervt einfach ab. Das ist ach, brutal. Vor allem, man unterschätzt die Dinger leicht, ja. Die sind gar nicht so langsam von der Angriffsgeschwindigkeit. Das ist halt echt wild. Zum Kotzen. Da. Na, komm, mach die weg bitte, danke. So, 3 Bosse Stammzellen Tür rein. So, ich nehme noch auf. Ja, garstige Gruft. Verpiss dich doch. Ah. Nein. Mach bitte jetzt den, nicht den. Vor allem, du stehst dann halt, dieses Spiel ist halt wirklich so drauf getrimmt, dich abzufacken. Das sperrt dich dann in Räumen ein. Ah, wegmachen. Mach doch die weg. Warum backst du schon wieder? Oh Mann. Es ist so drauf getrimmt, dich abzufacken, das Game. Ist echt schlimm. Da wirst du in den Raum reingepfercht und dann wird natürlich auch von 2 Seiten auf dich geschossen. Ach, zum Kotzen. Na egal.